Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir mal nicht am Wasser, aber deshalb wird es nicht weniger interessant, denn wir sind bei der Messe in Berlin. Heute findet die Angelwelt statt und die Boot und Fun. Wir haben uns außerdem ein paar sehr interessante Interviewpartner schon mal organisiert und werden euch die Neuheiten der Branche zeigen. Heute mit dabei natürlich auch Alexander, der steht heute hinter der Kamera. Da ist er, dass ihr ihn auch mal seht. Und Christian, der extra ein Tonbandgerät besorgt hat, dass der Ton auch wirklich für euch hervorragend ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, uns natürlich auch. Und bleibt dran! Ja, Leute, jetzt sind wir hier. Hier drüben ist jetzt gerade Duo International. Ganz, ganz viele Hardbaits. Aber wir sind jetzt verabredet mit den Jungs von 50 Up. Und zwar gehen wir jetzt rüber zu Hassan Duran. Ja, jetzt sind wir am Stand von 50 Up. Ich habe hier Hassan Duran, einen der Chefs, sagen wir mal, von dem Laden. Und ihr habt euch in der Corona-Zeit dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und einen eigenen Online-Shop zu machen. Warum? Wir haben immer Bock auf Herausforderungen, muss man sagen. Der Shop, alles was hier steht, mehr oder weniger, wurde gemacht in einem sehr kleinen Team von 2-3 Leuten. Auch das Programmieren des Shops etc., das haben wir uns alles einfach selbst beigebracht, weil wir einfach Bock auf Herausforderungen haben. Und ich sag mal darüber hinaus, hier auch unsere Prototypen und so weiter, die wir jetzt hier auf der Messe erstmals auch veröffentlicht haben, wollten wir gerne alles in Deutschland machen. Wir wollten schon mal gerne einen eigenen Köder machen, aber haben uns dann auch gedacht, komm, macht's nicht vielleicht eher Sinn, einen hier in Deutschland zu produzieren, vielleicht 1-2 Arbeitsplätze zu schaffen oder was und einfach der Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben. Aber ich muss sagen, ich bin stolz auch auf das Ergebnis, dass es auch klappt, dass es funktioniert und läuft auf jeden Fall. Sehr cool. Und das Ergebnis, zumindest diesen Prototypen, den werden wir euch jetzt noch mal ein bisschen zeigen. Und du sagst einfach noch mal 3-4 Sachen dazu. Also wir haben hier den Gummiköder, um den es sich handelt. Soll schon kein 0815 Gummiköder sein. Center Shock heißt der, wie das Kaugummi. Ja, kennt man. Hat auch einen Grund. Also alles, was ihr im Prinzip hier an diesem Köder seht, ob jetzt Jigkopf, die Farbe, das Plastisol, was auch immer, es ist alles komplett 100% made in Germany, designed in Germany. Auch die, selbst die Form, worin die eben gespritzt werden, ist alles in Deutschland gemacht. Dementsprechend, ja, war für uns auch nicht günstig, aber wir hatten Bock auf so ein Projekt. Das Besondere an dem Köder ist auf jeden Fall, also eigentlich 2 Sachen mehr oder weniger. Der wurde einmal designt ohne Kopf. Den Kopf haben wir nachträglich hinzugefügt, ja, damit man einen 2-in-1 Köder hat. Weil ich finde es immer blöd, Köder ist Fritte und den kann man dann nicht mehr wieder benutzen. Bei dem ist es auf jeden Fall anders. Zweite Sache, das Center Shock Prinzip. Hier entwickeln wir auch gerade eine spezielle Paste, die auch nicht unbedingt so ist wie alle herkömmlichen Pasten, die man kennt. Und ist wirklich eine super klebrige Geschichte hier, zumindest auf dem Gummifisch, nicht auf deinen Klamotten, aber auf dem Gummifisch schon. Beinhaltet auch echte Proteine, Aminosäuren, damit es auch wirklich eine biochemische Reaktion im Hirn der Fische auslöst. Das Prinzip ist ganz einfach. Hier ist ein 4 mm dicker Kanal in der eingearbeiteten Offset-Tasche. Da wird einfach die Flasche, die aber definitiv auch anders aussehen wird, eingeführt und einmal von vorne bis hinten durchgezogen. So, und wenn du jetzt den Biss hast vom Zander, siehst du, kommt's raus und die Menge ist exakt die gleiche, wie als wenn so ein kleiner Uckelei aufplatzt. Und das ist halt so ein Lifelike-Ergebnis, flutet die Kiemen des Zanders und löst diese biochemischen Reaktionen eben auch aus. Das gleiche gilt natürlich für Barsch und Hecht. Und das finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Darauf steht. Hochinteressant. Wir wünschen euch viel Erfolg damit. Dankeschön.
Wir werden sie auch testen, so viel sei mal gesagt. Und ja, viel Spaß noch auf der Messe und viel Erfolg mit eurem Shop. Vielen Dank für deine Zeit. Danke sehr. Macht's gut, Leute. Also wir sind jetzt hier schon eine ganze Weile unterwegs und sind jetzt bei Brudi und bei Brudi vom Knicklicht-Angelgeschäft aus Berlin-Köpenick. Und warum seid ihr eigentlich hier? Na, warum sind wir hier? Wir wollen uns ein bisschen präsentieren, haben aber keine Lust zum Verkaufen. Das machen wir das ganze Jahr und wollen ganz viel Spaß haben und möchten natürlich auch unseren Kunden Danke sagen. Und deswegen gibt es hier Sachen für umsonst, Überraschungen und einen ganz witzigen Film. Ja, und auch ich möchte mich bedanken für die tolle Unterstützung von euch. Und warum habe ich hier den Wobbler in der Hand? Und zwar, der Wobbler wird versteigert von Angler helfen Kinder. Könnt ihr bei Facebook und Instagram verfolgen. Wir suchen die besten Unterschriften von all möglichen Stars und Sternchen und hoffen, dass da ein mega geiler Preis rauskommt. Also spenden, spenden, spenden. Kinderhospiz in Osnabrück, wir holen was raus für euch. Taui ist immer drin, 1000 geht immer. Und das Ganze packen wir euch natürlich in die Videobeschreibung, wo das Ganze nachher noch hingeht. Wunderbar, wir sind jetzt hier eine ganze Weile rumstolziert und haben die beiden Jungs getroffen, nämlich Frieda und Erik vom Angebissen Podcast vom RBB. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns kurz zu reden. Erik, warum seid ihr gerade hier? Um einfach mal alle wieder zu sehen. Es waren jetzt über ein Jahr Pandemie, letztes Jahr ist ausgefallen und das ist ja ein Klassentreffen der Angelszene und es ist auch für uns die Chance, einfach mal wieder alle zu sehen und ein bisschen zu quatschen. Frieda, wir hatten ja gestern schon beide das Vergnügen, haben das ein oder andere gestern Abend gespeist. Habt ihr selber für euren Podcast jetzt hier auch jemanden getroffen oder dem es demnächst zu sehen gibt? Ja, vielleicht als kleines Sneak Preview kann ich verraten, dass wir morgen nochmal zu dem Fischcandy-Stand gehen und dort eine Folge aufzeichnen mit jemandem, der bei einem Angelturnier mitgemacht hat, wo man nur auf eine bestimmte Art von Fischen angeln darf. Jetzt könnt ihr selber überlegen, wer das sein könnte, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Aber wir haben uns vorgenommen, da ja, wie Erik gerade meinte, Unterbrechung war, hier einfach mal nur da zu sein, mit Menschen zu quatschen, die wir von unserem Podcast kennen, die wir kennengelernt haben in den letzten 2,5 Jahren und mal ohne Stress hier zu sein und einfach zu socialisen, sich zu unterhalten und sich eben noch besser kennenzulernen, nämlich in echt. Das muss ich auch wirklich sagen, das ist wirklich was ganz Geiles, das ist richtig entspannt, die Jungs sind total cool und zum Schluss habe ich gesagt, wir spielen noch Wenn ich du wäre, Erik. Ja, verstehe ich nicht. Also das Spiel, kurz zu den Regeln, Wenn ich du wäre heißt also, du sagst mir, was du machen würdest, wenn du ich wärst. Okay, dann würde ich jetzt zu Frédéric Julien gehen und mir einen Kuss abholen. Okay, wo ist er? Weiß ich nicht. Freddy, I need you one minute, please. Handkuss. Ja, Handkuss. Ah, okay. Das ist eine gute Idee. Fred steht noch schnell die Getränke weg. Can you come to me? We play if I'm you, I would do, you know? So, and Eric told to me... You don't know what you are talking about. Ah, okay. Ha, no problem. you know the game? You're in deep shit. Okay. Eric told to me I have to get a hand kiss of you. Is that okay? Would you do it? Would you do a hand kiss? No. You kiss his hand. Ah, I kiss your hand. Okay. For all. With me down. Was a pleasure. Thank you very much. So, and that was not being me. No. I do other things, much more nasty. Thank you very much, Fred. Fred. Have a nice day. So. War jetzt schön überraschend. Peinlicher Moment, wunderbar. Also das ist ja was für mich, da holst du mich ab, Erik, an der Stelle. Und wisst ihr, wenn ich ihr wäre, ja.
dann würde ich uns einladen zu einem Podcast und dann meinen Namen Catch and Cook. Na, machen wir. Das machen wir. Was fangen wir? Was essen wir? Das sind jetzt die zwei wichtigen Fragen für uns. Also, was... Was fangen wir, was essen wir? Das sind die zwei wichtigen Fragen für mich oder für uns. Absolut. Das würde ich sagen, das besprechen wir noch im Nachgang. Auf jeden Fall wird Christian, unser Koch, der ja heute den Ton macht, der wird sich darum kümmern, dass wir ein richtig geiles Rezept machen. Ich freue mich darauf und ich hoffe, das ist schon bald soweit. Moving forward. Hier bei Nace am Stand und haben uns natürlich Dustin an die Seite geholt. Freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, Dustin. Und ja, und wie ist denn dein Eindruck von der Messe so? Wie läuft's? Die Messe ist wahnsinnig gut. Ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich, mal wieder rauszukommen, mal wieder eine Angelmesse zu sehen. Heute war es extrem voll. Wir hatten super gutes Feedback, sehr nette Kunden hier, coole Kundengespräche. Also hat sich echt gelohnt für uns. War cool. Wunderbar. Und außerdem kommen ja bei euch auch demnächst sehr viele Neuheiten. Kannst du ja mal kurz so zwei, drei Kleinigkeiten erzählen dazu, was denn die Kunden demnächst so erwarten dürfen? Ja, also es gibt natürlich, wie viele, die uns verfolgen, Hardbaits, die kommen. Aber ich würde jetzt mal auf den Venom eingehen. Das ist ein Gummifisch. Ein schlanker Gummifisch mit Paddletail. Macht extrem viele Aktionen bei niedrigsten Gewichten, ne? Das ist eine Ergänzung zum Predator, weil der Predator hat eher eine rollende Aktion, eher eine langsame Aktion, wenn man zum Beispiel auf Zander gerne fischt. Der ist hochfrequenter, agiler und das ist eine gute Alternative zum Predator. Dann kommt vom Predator aber auch was Neues. Da haben wir zum Beispiel die 20 cm Version, mein absolut liebster Zanderköder, ne, in der Größe. Viele sagen, wirklich, in der Größe angelst du auf Zander? Mit Abstand mein liebster Zanderköder, auch für kleinere Fische. Kommt bald raus, natürlich auch für die Hechtangler was Geiles. Und dann mein absolutes Highlight, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit habt, soll ich noch was zeigen? Ja. Ich muss dann aber natürlich kurz mal hierher gehen und das hier aufmachen, ganz kurz, weil das ist eigentlich, ist das Top Secret und da darf keiner ran, aber für euch hole ich den jetzt hier mal raus. So. Da fühlen wir uns natürlich sehr geehrt. Das wird unser neuer Twitch-Bait, extrem hochwertige Verarbeitung, Weight-Transfer-System zum Werfen, ne? Also hier ist ein Magnet vorne drin, wenn ihr den werft, gehen die Gewichte nach hinten, dadurch kann man halt den Köder extrem weit werfen. Eine absolute Barschwaffe zum Twitchen, also die Amis sagen Jerkbait dazu, wir sagen Minnow oder Twitchbait dazu. Das kommt auch bald auf den Markt, natürlich hier noch als Prototyp in keiner Farbe, aber bald releasen wir die Farben, die rauskommen. Eine absolute Waffe auf Barsch. Und das hast du ja auch schon bewiesen, da warst du glaube ich mit Felix unterwegs mit Florian, der Moderator, wie heißt er denn? Ambrosius, genau. Und da habt ihr dicke Barsche gefangen. Und ich meine, da hast du darauf gefangen. Genau. Richtig? Genau. Ganz wichtige Frage noch. Wann wird es denn endlich wieder den Predator in Schwarz geben? Ja, die Frage, wann es den Predator in Schwarz geben wird, habe ich jetzt auf der Messe bestimmt schon. Und das ist kein Witz. 100 Mal gehört, wenn nicht noch mehr. Und in 2 Wochen kommt er raus. In 2 Wochen ist er in allen Läden, bei Hecht und Barsch, bei uns im Shop, bei allen Shops, die uns vertreten, wird er wieder zu kaufen sein und ja, die Leute können sich drauf freuen. Und wir freuen uns auch, weil unsere Vorräte sind auch leer. Also, letzte Sache, Dustin, wenn ich du wäre, du darfst anfangen. Ja. Also ich hätte ja gesagt, wenn ich du wäre, das hält aber unser Becken nicht aus, würde ich mal kurz durch unser Becken schwimmen. Ich würde aber sagen, du gehst zum Hecht und Barschstand. Sagst zu Enrico, ey, sorry, deine Köder sind nicht so gut. Guck mal bei Nace, wie dies richtig gemacht wird und mal seine Reaktion dabei filmen. Ach du Schande. Okay, aber dann musst du wenigstens mitkommen, Jetzt mal ganz kurz, wenn ich mitkomme, weiß er ganz genau, was los ist. Ja, ja, klar, aber zumindest müssen wir dich irgendwie sehen. Ich weiß nicht, ob der noch auf dem Stand da oben ist. Ja, nee? Egal. Können wir nachher machen. Können wir nachher machen, okay. Wenn ich du wäre, würde ich mit uns für dich eine Story machen. Für mich, für Firstcast oder für Nacebeds. Ja, das geht. Gut, machen wir das. Alles klar, super. Vielen Dank. Moving forward.
technische Probleme. Jetzt hatten wir das Glück, Enrico endlich nach einer halben Stunde zu treffen und ihn kurz beiseite zu nehmen. Dustin hat schon gelauert, aber weder Alex. Harz Fishing. Harz, ja, moin. Moin, Jungs. Moin. Kennt man uns überhaupt, dass wir so berühmt sind, dass wir in eurem Video sein dürfen? Die Frage ist, müsste man umgedreht stellen. Aber euch kennt man natürlich von Instagram. Harz Fishing, ihr habt, weiß nicht, 40.000 Abonnenten inzwischen? 38.000. Wir wollen bei der Wahrheit bleiben, es sind nur 38.000. Bei 40 wäre gut, 38.000 natürlich eine Enttäuschung. Ist eine Enttäuschung, ja, gebe ich offen zu. Und da müssen wir an uns arbeiten und ja. Ihr macht viel Zander, Hechtangeln und Barschangeln und Forellen, richtig? Ja, weil es das einfach bei uns im Harz am meisten gibt. Also wir müssen notgedrungen eben vor allem Barsch, Hecht, Forelle machen. Zander gibt es nicht so häufig bei uns. Auch in den Talsperren nicht? Auch in den Talsperren nicht. Ist einfach zu kalt, beziehungsweise werden gar nicht reingesetzt. So. Aber ihr fischt sowohl Spinning, Baitcaster und auch Fliegenfischen, habe ich gesehen. Ja, genau. Wir machen also komplett alles durch die Bank, außer Karpfenfischen, habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Gut. Wann sind wir bei euch eingeladen zum Angeln? Im Frühjahr, weil jetzt bekommt ihr keine Gastkarten mehr. Also im Frühjahr müssen wir uns eine Gastkarte besorgen und dann melden wir uns bei Harz Fishing und dann gehen wir mit den Jungs los. So ist es, alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao. Klar, bis dann. Ja, da sind wir leider unterbrochen worden, aber wie das manchmal so ist. Also, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Dustin hat es gesehen. Leider war weder der Kameramann noch unser Tontechniker ready. Die sind einfach zu langsam gewesen. So ist es. Weiter geht's. Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir Enrico doch nochmal dazu überredet, gekriegt, ein kurzes Interview zu machen. Die Aufgabe von Dustin habe ich natürlich erfüllt. Enrico, mach nochmal kurz ein geschocktes Gesicht dazu. Ja, sehr gut. Also nur leider, wie gesagt, lief Kamera und so nicht. Enrico, immer eine kurze Frage erstmal zum aktuellen YPC. Das, was wir bis jetzt gesehen haben können. Wie zufrieden bist du bisher? Na, ich würde sagen, also nee, ich glaube, ich kann nicht sagen, dass ich nicht zufrieden bin. Mit so einer Rekordpunktzahl aus meiner Gruppe war natürlich gigantisch gut. Aber was ich auch sagen muss, ist, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so konzentriert und fokussiert hätte angeln können, wenn ich gewusst hätte, dass ich zwischenzeitlich Letzter war. War ich nämlich. Und das war echt ein bisschen anstrengend. Also als ich das gesehen habe, weil ich habe die Folgen im Rohschnitt auch gar nicht mehr angeschaut. Ich gucke einfach immer auch die aktuellen YPC-Folgen, so wie sie dann kommen. Oh, und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Alter, zum Glück war das der Tag, wo ich nicht wusste, also wo man die Ergebnisse nicht wusste. Weil das hätte mich, glaube ich, echt ein bisschen in Schwierigkeiten oder zum Nachdenken gebracht. Und dann hätte ich meinen Stiefel nicht so durchgezogen. Aber ich denke, ich kann ganz zufrieden sein. Das denke ich auch. Du hast ja auch einen Riesenfisch gefangen, also mehrere Riesenfische. Einen großen Zander von 81, einen 1,9 Meter Hecht war dabei. Also du hast ja auch in dieser Folge, glaube ich, in der aktuellen die größten Fische bisher. Genau, also in dieser Staffel sind es, glaube ich, die beiden größten bis jetzt. Man weiß ja nicht, was noch kommt, aber bis jetzt die beiden größten, also jeweils der Hecht und der Zander der Zielfischart. Ja. Ist schon, kann man sich nicht malen, sowas, weißt du. Aber wir hatten im Training wirklich auch zwei Ü80er Zander, auch an den Stellen dort und hatten im Training auch wirklich große Hechte, aber keinen über Meter, aber so viele zwischen 90 und Meter. Also von daher war mir das jetzt nicht ganz... Soll ich sagen, also ich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich keinen großen Fisch fange, aber dass sie natürlich beide dann so groß sind, ist am Ende auch wirklich Glück. Und bei den Hechten warst du ja zwischendurch auch ein bisschen verzweifelt, weil der große Fisch kurz vor der Spitze, ja, den hast du nicht gekriegt oder der ist irgendwie ausgestiegen oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz wollen wir noch kurz über das reden, was du ja jetzt seit diesem Jahr bei Hecht und Barsch machst. Du bist ja unheimlich aktiv mit ganz vielen Prototypen, die erst noch kommen, aber auch ein paar fertigen Produkten. Eins davon hast du uns mitgebracht, nämlich einen Shatterbait-ähnlichen Köder. Shatterbait ist ein geschützter Name, habe ich gestern gelernt von dir, von Seaman, wenn ich richtig gehört habe. Und bei euch heißt der anders, nämlich wie? Naja, wir nennen ihn im Allgemeinen ist der Köder ein Bladed Jig. Also du hast praktisch wie so ein Blei oder einen Tungsten-Jigkopf vorne und hast davor ein Blade. Ne? Und deswegen nennt man diese Köder Bladed Jigs. Bei uns heißt das der Köfi Multivibe. Multivibe deswegen, weil wir ein Wechselsystem haben. Das heißt, du kannst das Blade sogar auswechseln. Du kannst von dem relativ gedeckten Dekor dann auf ein flashiges, knalliges Dekor, entweder in Rot, also in diesem Fall in Rot,
oder halt bei anderen Farben, Green Pumpkin Chartreuse zum Beispiel, kannst du dann neongrünes Blade nehmen. Ne? Also solche Geschichten sind mir halt sehr wichtig, gerade in der Produktentwicklung so Sachen zu machen, die es halt so noch nicht gibt. Also ich kann das Rad nicht neu erfinden, will ich auch gar nicht, aber ich möchte halt schon immer so ein bisschen Innovation mit reinbringen. Ähnlich so, ähnlich natürlich auch wie Dustin das immer sagt, ne? Wenn wir schon mal aufs Thema noch zurückkommen. Die Jungs wollten mich nämlich ein bisschen reinlegen vorhin. Nein, aber das ist natürlich der Anspruch. Ich finde, das muss auch der Anspruch eines Produktentwicklers sein. Also, dass man Dinge macht, die es vielleicht so noch nicht am Markt gibt, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken macht und dann am Ende auch ein gutes Produkt auf den Markt bringt. Ja, absolut. Und dass das gut ist, da bin ich überzeugt von. Und übrigens auch auf diesen Köder eben den 1,9 Meter Hecht gefangen. Das ist natürlich Werbung hier noch, ein 1,9 Meter Hecht. Und ihr seid tatsächlich auch die Ersten, wo diese Blätter auswechselbar sind. Ne? Das kenne ich so überhaupt noch nicht. Und was man auch sagen muss, man hat schon das Gefühl, du fühlst dich sichtlich wohl bei den Jungs, wo du jetzt da bist. Na, ich kann ja jetzt nichts anderes sagen. Nein, aber doch, also es macht sehr viel Spaß. Es ist ein hoher Anspruch, auch an die Produkte von der Seite der Jungs. Deswegen lassen die mir auch wirklich freie Hand. Die wissen einfach, dass wir beide ungefähr den gleichen Anspruch verfolgen. Und das macht dann riesig viel Bock. Also ich fühle mich sehr wohl und denke auch, dass wir noch richtig, richtig viele geile Produkte auf den Markt bringen werden. Ja, also dass ihr noch viele weitere tolle Produkte rausbringen wird, davon sind wir überzeugt. Wir bedanken uns ganz doll für deine Zeit, wünschen dir viel Erfolg weiterhin bei deinen Turnieren und das letzte Wort gehört dir. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch für die Aufmerksamkeit von euch, für die Zeit hier am Stand und wünsche euch natürlich auch noch eine gute Restmesse. Ich weiß nicht, wen ihr jetzt alles noch auf dem Zettel habt und bleibt gesund. Stay safe. Star, sage ich mal, an die Seite geholt, Marc Pachowski. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Und Marc, wie ist es denn für dich eigentlich nach diesem ersten YPC, den du teilgenommen hast, wie hat sich das für dich dann so angefühlt? Ja, danke erstmal, dass ich hier dabei sein darf. Und wie hat es sich angefühlt? Ich meine, es ist schon schön, so ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber es ist auch schon ungewohnt gewesen, muss ich sagen. Aber ist okay, ich komme zurecht. Das ist sehr gut. Du bist ja in diesem Jahr auch wieder dabei und auch auf jeden Fall, wie wir heute wissen, in der weiterführenden Runde. Warst du bisher mit dem Turnierverlauf zufrieden? Also mit der Vorrunde war ich natürlich sehr zufrieden mit der ersten Gruppe. Mit meinem ersten Tag in der zweiten Gruppe nicht wirklich. Ich habe ein paar Fehler gemacht, ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Aber am Ende habe ich doch ein paar ganz schöne Fische gefangen von daher und auf Topwater von daher bin ich ganz zufrieden. Ja, Marc, ich glaube der größte Erfolg, also zumindest für mich als Zuschauer würde ich das so beurteilen, war im letzten Jahr absolut dein 52er Barsch auf dem Topwater. Hast du sowas vorher schon mal erlebt? So einen großen Fisch noch nie. Also ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass so ein Riesenfisch kommt. Ich wusste, das sind große Barsche, aber sonst immer so bis... Naja, große Fische schon bis 47 war, glaube ich, bisher so Topwater, was ich gefangen habe, 48. Aber über 50 halt, dann ist schon sowieso beim Barsch eine Hausnummer und dann noch auf Topwater, war cool. Also alles, was über 45 ist, finde ich für mich sowieso eine Riesenhausnummer, aber ja, sei drum. Außerdem hast du ja dieses Jahr auch die WPC gewonnen, eins der größten Turniere. Wie läuft das da ab genau? Also Kurzfassung? Kurzfassung, 3 Tage, jeweils 7 Fische, 3 Barsche, 3 Zander, 1 Hecht. Ja, und dann möglichst groß und dann gewinnen. 3 Tage hintereinander, 50 Boote, glaube ich, irgendwie so. Und ja, am Ende habt ihr dann den Pott gehabt und wart sichtlich zufrieden. Ich habe ein paar Zusammenschnitte gesehen. Ja, das stimmt. Konstant gut geangelt. Wir hatten jetzt nicht die Ausnahmefische irgendwie dabei, aber die konstante Leistung hat am Ende gereicht, um eben das Ding zu gewinnen. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg bei den Turnieren und viel Spaß noch auf der Messe. Vielen Dank, sehr gerne. So.
zum Schluss der Messe dann doch noch einen der Chefs quasi von Hecht und Barsch hier am Stand. Daniel und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Nämlich von euren Anfängen eigentlich. Jetzt sind wir bei unseren Anfängen. Das war 2015. Da haben wir uns wo getroffen? Weißt du es noch? Das erste Mal, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, war beim Forellenangel. Kann das sein, dass wir da in Brandenburg getroffen haben und dann hast du mir ein oder anderen kleine schöne Graben gezeigt? Ich darf natürlich, oder ich will natürlich den Namen nicht sagen, weil die sind echt kleine, spezielle Stellen und zu viele Angler sollten nicht unbedingt dahin gehen. War sehr gute Stellen damals, habe ich echt Spaß gehabt. Ich muss gestehen, ich meine, wann war das? 2014, 2015? Ich war mehrere Jahre nicht mehr da. Ich hoffe, dass es schwimmt immer noch ein paar Forellen da. Ja, hin und wieder gibt es natürlich immer noch, aber du hast völlig recht, das war 2015. Zu finden ist das Video bei euch unter Come Fly With Us. Mich sieht man da nicht, mich hört man nur lachen im Hintergrund, das ist aber auch ausreichend an der Stelle. Ansonsten, Daniel, haben wir seit langem eigentlich vor, gemeinsam mal wieder angeln zu gehen. Wann kriegen wir denn das mal hin? Ja, du weißt, eigentlich versuche ich, mein Versprechen nicht zu brechen. Und das Problem ist, bei dir weiß ich, dass ich das mehrmals jetzt mittlerweile gemacht habe. Muss ich ehrlich gestehen, mehrmals. Wir wollen Zanderangel gehen. Ich denke, ich bin zuversichtlich, diese Saison jetzt, die Zandersaison, schaffen wir das und gehen wir endlich mal Zanderangel. Das ist eine Ansage und am besten machen wir das von diesem Boot hier. Das ist hier in Finnval Rangy, was das nämlich zu gewinnen gibt unter den YPC-Zuschauern. Und sowohl der Alexander als auch ich, wir sind im Lostopf und wir hoffen natürlich, dass morgen wir bei Herbert Ziereis gezogen werden. Daniel, dann sehen wir uns ja schon sehr bald wieder. Da würde ich mich natürlich für euch beiden sehr, sehr freuen. Leider kann ich das echt nicht beeinflussen. Aber eine Chance gibt es, solange man im Topf steht, letztendlich, dann hat man eine Chance. Und im schlimmsten Fall, falls es nicht klappt mit dem Boot, dann gehen wir auf mein Boot und genießen wir einen guten Tag Zanderangel. So machen wir das. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Schön, dich nochmal zu sehen. Und viel Glück noch mit dem ganzen Kanalaufbau und so weiter. Danke. Also zum Abschluss des Tages, der wirklich anstrengend war, sind wir jetzt nochmal bei Anni gelandet. Schön hier in der pinken Oase, kannst du jetzt nochmal dich ausruhen. Da fühle ich mich nochmal sehr wohl. Ich denke auch, dass der Pink mich sehr kleidet. Aber Anni, du bist ja insgesamt sehr breit aufgestellt. Was gibt es bei dir alles? Ja, fangen wir vorne an. Ich habe ja mit den T-Shirts damals zuerst gestartet. Das waren ja so die ersten. Läuft bis heute noch. Haben wir eine neue Farbe, zeige ich dir gleich. Dann biete ich jetzt ja Kinderguiding an, also Kinderangeln nenne ich das. Mache nächstes Jahr die Kindercamps, die Angel-Anni-Camps. Mit Mutter, Tochter, Vater, Sohn wahrscheinlich. Kann man mal richtig so einen Familienurlaub am Wasser machen. Dann gebe ich Frauenguidings, nenne ich persönlich Fishing Girl Guiding. Und dann Familientouren und jetzt ganz neu Pärchentouren. Da kann man wirklich mit mir ans Wasser zusammen und zum Schluss gibt es dann einen Sekt und zwei Gläser und dann lasse ich das Pärchen alleine. Also Romantik pur bei mir. Und bei mir für Anfänger, für Kinder, die noch nie ausgeworfen haben, aber auch die Profi-Anglerin, können alle zu mir kommen und dann fangen wir den Fisch deines Lebens. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Da muss ich ja glatt drüber nachdenken, ob ich mit meinen Kindern und meiner Frau nicht auch mal dahin. Dann ist vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, wobei meine Frau sehr viel Verständnis mitbringen muss. Ja, absolut. Und Geduld. Außerdem hast du auch eigene Routen, habe ich gesehen. Es hat mich gestört. Damals habe ich mir mal eine pinke Route gekauft. Da haben alle mich belächelt und gesagt, dein pinker Wackelstock. Sie hatten leider recht, hochwertig war sie nicht, aber sie war halt pink. Und jetzt habe ich gesagt, das mache ich selbst. Habe eigentlich damit angefangen, dass ich mir eine Route bauen wollte, dass sie genau richtig ist, ein Tick länger, dass sie nicht immer in der Schwimmweste hängt. Nervt mich tierisch. Dann wir Frauen wollen gerne eine Route haben, womit wir mehr machen können. Wir kaufen uns am Anfang nicht eine Barsch, eine Zander, eine Hechtroute, sondern wir kaufen uns eine Route und wollen damit alles können. 15 bis 50 Gramm, aber selbst 5 Gramm spürst du damit, bis sie auf dem Grund ist. Alles. Die ist so sensibel, ist Carbon, dann hier Fuji-Komponenten und Ziergeißringe. Richtig hochwertig, eine ganz hochwertige Route in Roségold. Habe ich mit die Weltmeisterschaft gefischt.
Robin tauscht die ganze Zeit die Routen hin, her. Ich habe wirklich die durchgefischt. Nur die eine Route. Das klingt sehr einfach. Merkst du, wie leicht? Die ist sehr leicht, absolut, ja. Und sie ist auch straff und schnell, ja. Und nach hinten schnell, damit der Zander und Hecht Anhieb halt auch sitzt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Jahr zum Angeln. Auf dem Wasser sehen wir uns. Wunderbar, bis dahin, Leute. Jetzt ist aber wirklich Feierabend. Jetzt machen wir noch, gehen wir noch ein Bier trinken. Wir trinken Bier. So Leute, jetzt sitzen wir hier nochmal auf einem wunderschönen Finnwal Evo 505 und machen unseren Abschluss des Tages. Wir sind viel rumgekommen, wir haben viel gesehen, viele Eindrücke gesammelt, viele Leute kennengelernt. Das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Christian, wie war denn das für dich heute? Also für mich war es total eine Reizüberflutung. Ich habe heute so viele neue Leute kennengelernt, so viele tolle Sachen gesehen. Es war richtig gut. Stefan hat sich gut geschlagen, wie ich finde. Top-Moderator, Kameraführung, Sound 1A. Klar hatten wir kleine Fehler drin, aber ja, das Video ist gut. Ich bin zufrieden. Danke. Ja, und Alex, wie war es für dich heute? Hinter der Kamera? Einsam, in erster Linie. Um mich kümmert sich nämlich niemand. Oh. Aber es war ein richtig toller Tag heute. Wir haben schöne Kontakte knüpfen können. Wir haben mit ganz vielen Leuten sprechen können. Viele haben sich für uns Zeit genommen. Und auf uns warten neue Projekte und darauf freue ich mich. Und ein Projekt, was auf uns wartet, steht schon neben uns. Martin, komm doch ruhig nochmal mit her. Das ist ein Überfall. Da hupt doch direkt jemand. Martin ist Supporter, Teamangler bei Finnwal Deutschland, ist einer der Ersten, der überhaupt ein Finnwal-Boot in Deutschland gefahren hat. Und er hat uns jetzt nochmal geholfen, hier die Kulisse ein bisschen aufzubauen. Und wir werden auch was machen demnächst. Ja, ich hoffe, dass was zustande kommt. Was es sein wird, weiß ich selbst noch nicht. Ich bin selbst gespannt. Ihr habt, glaube ich, mit dem Simon schon ein bisschen was ausgeheckt. Ich bin, wie gesagt, noch nicht involviert in das Ganze. Ich bin selbst gespannt und freue mich. Und jetzt versorge ich euch erstmal mit einem kühlen Bierchen. Habt ihr euch verdient. Das ist doch der allerbeste Abschluss, ein kühles Bierchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann lasst uns ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben und kommentiert natürlich, was ihr so noch wissen wollt, was hier auf der Messe vielleicht an euch noch vorbeigegangen ist. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir sind raus. Ciao, ciao.